Wir können aber noch rausgehen. Vielleicht finden wir hier draußen irgendwas, was uns helfen kann. Zum Beispiel einen von den Steinen oder so. Watch us. Haben wir was im Auto vielleicht? Nope, I don't want to go there. Ja, das weiß ich. Ich wollte eigentlich nur mal gucken. Sicherungskasten. No. Why would somebody run all that electricity into an old empty barn? Ich brauche was Schweres. Watson, we can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. Ja, das weiß ich ja. Ich finde nichts. Oder übersehe ich echt sowas? Ihr habt das bestimmt schon längst gesehen und ich bin einfach nur blind. Aber Chloe macht auch nichts. Die guckt nur in der Kiste rum. Wir brauchen mal ein bisschen Hilfe. Vielleicht wäre ganz nett, Chloe. Den Traktor haben wir uns angeguckt. Ja, was sollen wir denn da ranhängen? Ich gucke jetzt in jeder verdammten Ecke nochmal. Aber der bringt uns ja auch nichts. There's no way this rusty ass button will activate these ropes or pulleys. Wow, sir. Talk about home on the range. Kann sie uns nicht, gibt's nicht irgendwann ab einem gewissen Punkt, dass sie mal was sagt? Um uns einen Tipp zu geben. Das verläuft hier oben lang und müsste hier genau da oben. Aber was hänge ich da dran? Also entweder bin ich gerade so Brain AFK oder joa. Toll machst du das, Chloe, toll. Machen wir mal ein paar Handbewegungen, damit das so aussieht, als würden wir was suchen. Hallo, wir brauchen Hilfe. Aber mich irritiert es halt auch, dass wir noch raus können. Deswegen, vielleicht müssen wir irgendwas von draußen besorgen. Den Traktor und so, das können wir uns ja alles nur ansehen. Also ich weiß, dass es gerade jetzt nicht sehr spannend ist. Also wenn euch das zu langweilig ist, könnt ihr auch gerne vorspulen. Da habe ich kein Problem mit. Weil ich weiß jetzt nicht, ob ich das rausschneide. Weil ganz ehrlich, es gehört ja auch ein bisschen dazu, um mal zu suchen. Und wenn es natürlich zu lange dauert, dann werde ich vielleicht schneiden.
Warum kann sie nicht eine von diesen Steinen nehmen oder so? Weil hier draußen ist nichts. Außer dieser Sicherungskasten. Und die Spuren, die wir uns angucken können. Ja, betreten. Immer noch betreten. Achso, ja. Sollte vielleicht auch richtig klicken. Okay. Komme ich da oben vielleicht hoch? Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Chloe, helf mir mal. Ach, jetzt kann ich noch nicht mehr überspringen, die Szene. Ja, gut, das tut mir leid. Aber ich finde das ganz cool, dass da jetzt auch mal so ein bisschen Rätsel dazwischen ist. Also nicht nur Entscheidung, sondern jetzt auch mal ein Rätsel. Das finde ich eigentlich ganz nice. Kommen wir da hoch? Das sieht so aus, als könnten wir da hoch. Das ist ja, stimmt gar nicht. Das verläuft ja hier lang. Na, sie ist ja so ein zartes. I can use this old motor with that rope and hook. Ja. Aber wie mache ich das? Ich wollte das ja mit dem alten Motor. Here's the other end of the rope. Mit einem Haken. Brauche ich jetzt einen Haken oder was? Ansehen. Was übersehe ich hier? Ich brauche einen Haken. Glaube ich zumindestens. Okay, ich mache hier mal einmal ganz kurz das hier und ich werde mal einmal ganz kurz gucken, wie das funktioniert. Also ich will mich nicht spoilern, aber ich guck mal, was ich da übersehen habe, weil sonst dauert das, glaube ich, Ewigkeiten. Also ich würde sagen, bis gleich. So, okay, Leute. Ich habe noch einmal ganz, ganz kurz geguckt, hier, was ich machen könnte. Also wirklich nur den einen Schritt, den ich noch nicht gemacht habe, habe ich jetzt nachgeguckt. Ja. Ups. Klettern. Da macht die Chloe dann doch mal was. Hä? Okay. Bei mir funktioniert das jetzt nicht, oder was? Ich brech hier ab. Okay, dann gucke ich hier jetzt nochmal.
I have to get through this monster padlock first. Hey. Jetzt habe ich sogar nachgeguckt und ich raff es trotzdem nicht. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Toll. Gibt's doch gar nicht. Habe ich etwa einen Bug? Boah, 5000 Jahre später. Ja. Okay, ja. Ich werde da nochmal gucken. Ich habe keine Ahnung. Also, wirklich Sauerei. Okay, Leute. Ja, ich hätte vielleicht vorher noch mal ein bisschen weiter gucken müssen. Ja. Das, was ich gesehen hatte, das habe ich selber gemacht. Aber das hätte man Chloe auch befehlen können, dass man den Haken daran macht. Aber, wie ihr mich kennt, ich vergesse immer gerne die Fähigkeit von Max, die Zeit zurückzudrehen. So, jetzt sind wir hier oben. So, und jetzt kommt der Motor auch gleich schön nach oben. Nein, der ist noch nicht oben. Dass ich hier alles zurückspulen muss. Ich mach schon wirklich schnell spulen. Kommt der Motor auch mal wieder nach oben? So lange ist das doch gar nicht her, oder? Ah. So. Sehr schön. Was lange wird, wird endlich gut, ne? Sagt man ja so schön. Oh, echt. Ich bin aber auch blöd, ey. So. Ja, dann schubsen wir dich mal runter. Perfekt. Max Geiger strikes again. Ja, die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt hier? Ah, okay, so runter. Ja, klar. Okay. Müssen wir jetzt uns alles eigentlich wieder angucken? Nee, ne? Das wäre doch eigentlich echt blöd, oder? Wow, Sir. Talk about home on the range. Außerdem, ich will jetzt da rein. Ich will's jetzt endlich wissen. I wish Warren could have seen that physics trick. Das war super toll. Ich musste aber leider gucken, weil ich leider zu doof bin. So, öffnen. Damn, this is heavy. What the fuck? What? Is this jackpot? Do I even need to say how weird this is? He just did. Who built this kind of place?
A Prescott, of course. Okay, jetzt komm, lass mich laufen, lass mich laufen. Ich will da rein. Was geht hier denn? This bunker is so surreal. Ach du Schande. This is too heavy to break, so I'll need a code. First a padlock, then a digicode? Someone really doesn't want visitors. Ja. Woher soll ich jetzt bitte den Code wissen? Oh Gott. Also irgendwie, es ist cool, das Rätsel, aber ich speichert. Wieso speichert er gerade? Woher soll ich den? That's a serious door. Where's Gandalf when I need him? Ja, das frage ich mich auch, wo Gandalf ist, wenn man ihn braucht. Das Ding ist, ich habe keine Ahnung, woher soll ich den Code denn jetzt kriegen? There's no way this rusty ass button will activate these ropes or pulleys. Es gab zwar ganz, ganz viele Zettel mit Codes und so, aber das habe ich mir ja alles nicht aufgeschrieben und das war ja eigentlich auch nur zum Erknacken von dem Handy gedacht. Oh, da bist du ein Stück weiter gekommen und dann hängst du wieder hier. So kacke grad. So ein Shit. So ein Cheat, Cheat, Cheat. Ich weiß es nicht. Max, sag mal die Lösung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Also wir können nicht, aber da steht ja nichts irgendwie mit Nummern. Das sind die ganzen Orte. Ah, okay. Ja, nee. ...1903? Vielleicht das? Oh, kann ich doch nicht mal abkürzen. Okay. Versuchen wir mal 19. The only reason to build a secret bunker under an abandoned farm is to do bad shit. Ja, natürlich. Ach Gott, das muss irgendwas Dreistelliges sein. 452 vielleicht? Sieht so aus, als wäre 45 die 4, die 2 und die 5 sehr oft gebraucht worden. Versuchen wir mal 4. 5, 2. You can do it, Max. Okay, versuchen wir mal 2, 5, 4. Wrong code. So. 4, 5, 2, 2, 5, 4, 5, 2, 4. Thanks.
pink. Was? Okay, so it's locked. Oh Gott, hab ich mich gerade erschrocken, Leute. Come on, Max. Break that digicode. Alter, Mann. Okay. So. Some numbers look faded, so I just have to get lucky. Ja, das ist schon richtig. Okay, 254 habe ich versucht. 452. Moment, ich muss mir das echt aufschreiben. Ich muss das pro Gesicht haben, sonst. Also 452 habe ich versucht. 254 habe ich versucht. Und 524. Dann versuchen wir jetzt mal 425. Oops, bad code. Okay, 425 ist es auch nicht. 425 funktioniert nicht. 452 funktioniert nicht. Dann versuchen wir mal 245. Na. 245. Oh, no, it didn't work. Okay, 245 war es auch nicht. 254 haben wir schon. 524, dann versuchen wir mal 542. Ja! Oh, yes! I thought that only worked in the movies. Oh Gott, was ist da? Oh, Sesame. Oh Gott, was ist das? Wo sind wir hier denn? Captain ready for the apocalypse. This must have cost a fortune. Come on. Chloe, hast du deine Waffe bei? Nur mal so eine Frage. Now what the hell is this? More survivalist supplies. Ja, das ist so ein Überlebensbunker, ne? Water supplies. It's like in David's garage bunker. Look at these cans. David must shop at the same store. Whoa. This says it all about Nathan. He needs help. Sehr geehrter Mr. Prescott, nach über 5 Jahren der psychiatrischen Behandlung Nathans habe ich den Eindruck, dass ich die Arbeit mit Ihrem Sohn abbrechen muss, da Sie meine ziemlich ernsten und unmittelbaren Vorschläge zur Bewahrung seiner Gesundheit und der anderen Person ignoriert haben. Das Ausmaß von Nathans Problem ist Ihnen wohl bewusst, aber ich denke, Sie weigern sich, die Rolle zu akzeptieren, die Sie in seiner mentalen Gesundheit spielen. Ohne Ihre Unterstützung kann ich Nathan nicht behandeln. So ist es ganz einfach. Ich befürchte, er entfernt sich noch weiter von der Realität, auch wenn er umgänglich erscheint. Sie haben meine Bitten um ein Beratungsgespräch mit Ihnen und Ihrer Frau ignoriert. Also muss ich annehmen, dass meine Dienste nicht weiter benötigt werden. Unabhängig davon sorge ich mich um Nathan und glaube, er braucht dringend Hilfe. Wenn Sie mit mir über diese Angelegenheit zu sprechen wünschen, bin ich jederzeit zu erreichen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Jacoby. Okay. Jetzt kriege ich langsam doch ein bisschen Angst. Klebeband. Duct tape in a bunker is always a bad sign. Nein, das kann wirklich nichts Gutes bedeuten. Oh Gott. Can you imagine chilling in this room? Oh Gott, bitte nicht. I guess Nathan needs the most expensive printer in the world. Jesus, I already hate this place. That son of a bitch. Bauunternehmen Howard Rogue? Stormbreaker Bunker. Verbindlicher Kostenvoranschlag. Alter!
Okay, das war der Vater, der diesen Bunker. Talk about tortured. Ja, das haben wir ja schon in seinem Zimmer Talk about the Prescott and gesehen, creepy art. dass Nathan halt schon sehr auf sowas steht. Oh yeah, school suspension is a deal breaker in the Prescott family. Lieber Nathan, Director Wells hat mich informiert, dass du aufgrund verdächtiger Aktivitäten im Vortex Club deinerseits suspendiert wurdest. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass du erneut Schande über die Familie gebracht hast. Ich habe dir alles gegeben, was du je wolltest, die Blackwell Academy und andere Dinge, die wir hier nicht erwähnen werden, eingeschossen. Aber nichts ist je gut genug für dich. Du bist immer noch mein Sohn und ich will, dass wir unser Schicksal erfüllen. Dieser Tag rückt schneller heran, als dir bewusst ist. Also sei bereit, diese Verantwortung zu schultern. Dies ist meine letzte Warnung. S. Prescott. Okay, ja, toller Vater. Ich bin begeistert. Notiz? What is going on between Nathan and his father? Nathan, ich hab dir gesagt, ruf mich nie von deinem Handy aus an, nur von den Wegwerfhandys aus, die ich dir gegeben hab. Ich will nicht, dass du meinen Namen öffentlich rausposaunst, was du idiotischerweise schon mal getan hast. Ich habe all das nicht in die Wege geleitet und meine Weisheit geteilt, damit du es mit deiner jugendlichen Wut versaust. Wir können zusammen eine Menge erreichen, aber du musst dich von mir leiten lassen. Oder du bist auf dich allein gestellt. Let's see what's in here. Oh nein. Oh my God. No. Das ist Kate. Alter, wie krank ist der bitte? Hier sind diese Ordner. Come on, let's see what this shit is all about. We are. Kate, Victoria. Okay. A binder marked Victoria, but it's empty. Look, the next one says Okay. Kate. Oh no, Kate. No. God, I should have killed that bastard back there. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Gott. Victoria has to be next. Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel. This can't be real. These are all post shots, right? Nein. Right? Chloe, look at her face. She's out of it. Maybe Nathan paid her a shitload of cash to do this. She probably would have. I don't think so. Why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please, let's go. Oh Gott. Oh my God. Rachel, Kate, all these files. This picture is framed different. Rachel is awake and fucking furious. Rachel is passed out. And she has something in her mouth. What happened to her? This shot is so staged. I can't believe it's real. I can't. Das ist so krank. Oh yeah, school Nein, das suspension wollte is ich a gar nicht. deal breaker in the Prescott family. Ich wollte Kates Akte. Kate looks so doped up. She has no idea she's being posed. At least Kate was asleep through all this bullshit. Alter, das ist so krank. This must be the crap that Nathan gets from Frank. Needles. Gross.
Also, dass er schon ein Arsch ist, das, ja, aber. Somebody likes their whiskey. Aber sowas. These newspapers are all about Rachel and Kate. So who's using this fancy tripod? Der ist verrückt. I've never seen so much pricey equipment before. Der hat sich da richtig aufgegeilt, hier die Leute zu quälen. Beziehungsweise, was heißt zu quälen? Unter Drogen zu setzen. I've never seen so much pricey equipment Das heißt, before. Oh Gott, Rachel ist tot. Rachel ist tot. Ah, the Apocalypse Entertainment System. Okay. Aber ich glaube, also das waren auf jeden Fall die Ordner, die man immer gesehen hat. That's an original signed illustration. Fits perfect in here. Okay, also nichtsdestotrotz, ich wollte auf jeden Fall jetzt alles hier noch von dem Raum mitnehmen. Weil es ist einfach nur krank. Okay, wir müssen definitiv ganz schnell zum Schrottplatz.